der letzten Episode. Ich laufe jetzt einfach langsam. So, es ist fast schon Abend. Da schaudert sie. Der Gedanke, dass es noch so weit hin ist bis abends, sie wieder ihre 12 Stunden schlafen kann. Was haben wir in diesem Schrank? 100% Antiseptikum. Ist ja nicht schlecht. Was zum Teufel war das? Das klingt ja nicht so beruhigend. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 25. Wir verlassen das Gemeindezentrum. Naja, genau. Wir haben immer noch schönes Wetterchen und, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 2 Bögen. Richtig? Richtig. Das war wahrscheinlich eine Leiche, schätze ich mal. Alles andere würde mich jedoch etwas wundern. Ja, wir sind im idyllischen Tal. Sind hier durch und durch. Das Örtchen. Und wollen im Prinzip... Halt, warte mal. Haben wir das jetzt schon genommen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, da sitzt er. Okay, alles klar. Gut. Wir wollen jetzt weiter zur Scheune. Das Gelände erstmal verlassen. Ich weiß gar nicht, ob wir da unten waren. An dem Haus. Ja, für mich sind jetzt 2,5 Wochen später. So lange Pause, das ist schon höchst selten geworden. Ja, okay, hier ist nichts. Zwischen Prag gewesen. War sehr windig dort. Ja, das war ein schönes Städtchen, aber alter Schwede, wenn das so kalt ist. Ich hatte auch nur einen Tag, wo ich da mal selber unterwegs sein konnte. Das ist krass. Und es ist lange nicht mehr der finanzielle Geheimtipp, der es früher mal war. Schon lange nicht mehr. Also speziell nicht, wenn du in der Hauptsaison gehst, die in Prag sehr, sehr lang ist, wo ich es mitbekommen habe, von April bis November. ja, da zahlst du also für Unterkünfte schon einiges an Geld, wenn du da nicht sonst wo draußen wohnen willst. Also im Prinzip so fast wie in Deutschland. Parken ist gelinde gesagt schwierig. Um mich zu sagen, sehr schwierig. Wir hatten dann noch kurzfristig unser Apartment umgebucht. Und haben dann eins genommen, was halt Parkhaus mit dem Stellplatz mit hatte, also eine Tiefgarage. Aber das hat dann auch für die 4 Tage 60 Euro gekostet. Und es ist trotzdem immer noch günstig. Ja? Also ich hab mich da auch informiert, du kannst da auch Stellplätze für 100 Euro für die 4 Tage haben, die wir dort waren. Das ist kein Problem. Es gibt auch hier und da Stellplätze, wo du es auch hinstellen kannst, aber du bist halt wirklich ab vom Schuss. So, der Birkenwald flickert schon fröhlich vor sich hin. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ja, Job hat jetzt auch angefangen. Dritter Tag war jetzt heute gewesen. Ich bin momentan, kriege ich einfach erstmal nur ich sag mal, Bug-Tickets oder Wunsch-Tickets zugewiesen, die ich dann halt lösen muss. Teilweise die Spannweite, zumindest was meine aktuelle Fähigkeit betrifft,
schwankt von relativ einfach bis schon knifflig. Aber bisher komme ich eigentlich ganz gut voran. 9 Tickets hatte ich. Ne, 10 Tickets hatte ich, genau. 5 habe ich abgearbeitet. Ich war jetzt kein Deadline oder so dabei. Von daher. Sehr nette Kollegen auf jeden Fall. Und ja, das Coole ist halt, wenn man halt nur ein System hat, was man betreut, dass man da halt auch reinwachsen kann, auch wenn es ein extrem komplexes... da vorne ist ein Wolf, okay. Extrem komplexes Konstrukt ist. Ja, es ist ein Unternehmen, was Nachhaltigkeitstracking und Zertifizierung anbietet. Und das ist halt so ein eigenes Tool, was sie da entwickeln, um halt da die entsprechenden, erstmal die rechtlichen Sachen abzubilden, aber natürlich auch kundenseitige Wünsche berücksichtigt. Und es gibt wohl viel zu tun. So wie ich das mitbekommen habe. Also wirklich dann auch neu erstellen. Weil ich bin momentan jetzt erstmal nur dran, erstmal reinzukommen, das Ganze. Ja. Da schon mal sozusagen den Leuten ein bisschen unter die Arme zu greifen bei den Abwickeln von den Tickets. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Ja, wann dann halt auch größere Dinge auf mich zukommen, die dann auch teilweise Deadlines haben. Was ja auch Sinn macht, man muss ja irgendwann auch mal fertig werden mit den Dingen. Es ist auch ein relativ überschaubares Team. Der Geschäftsführer selber legt auch Hand an, deswegen zähle ich ihn mal sozusagen als halben Entwickler dazu, dann sind wir 4,5. Und die haben schon richtig gut was auf die Beine gestellt, alter Schwede. Ja, das, also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Natürlich enormes Steigerungspotenzial, das ist klar. Aber das wollte ich ja auch, das war ja auch genau mein Ziel. Mich da halt auch voranzuentwickeln. Naja. Und nein, ich jag jetzt hier nicht auch noch einen Bär, wo immer der auch ist. Nichts zu sehen, aber... Naja, hier liegen tatsächlich Pfeile, okay. Einer liegt. 2 hängen. Und ja, die gibt es im Interloper nicht. Ja, wir spielen jetzt mit Mods. Wenigen Mods, muss man dazu sagen, weil es noch nicht wirklich viele gibt. Naja, da vorne sind sie beiden. Aber erstmal die Scheune. So. Ach, na toll. wir schleppen keinen Hammer mit uns rum. Genau, okay. Nö, das lassen wir einfach da. Wir machen einfach eine kurze Inventur und dann passt das. Fange jetzt hier nicht an, noch mehr aufzunehmen, weil die Sache ist ja auch die. Wir wollen natürlich vorrangig vorankommen. Ja, die erste ist schon mal, wie ihr rechts wieder seht, wie heißt es, Placing Anywhere Mod. Dass man Dinge überall platzieren kann, wie man das möchte. Da war was drin. Genau. Das war eigentlich so die Mod, die ich am meisten vermisst habe. Mal abgesehen von der Faster Searching. Naja, hier ist wieder ein Zettel. Bitte sehr. So. Und man kann da auch einstellen, dass wenn man Behälter durchsucht hat, dass es ein bisschen schneller geht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe einfach, ich glaube, den Standardwert mal gelassen. Ja, ist ein bisschen schneller. Ein Hauch. Nicht zu krass. So, was haben wir denn hier? Nichts. This stuff will come in handy. Pillen. Gut. Wir müssen uns natürlich hier drin noch aufwärmen. Aber alles zu seiner Zeit.
Erstmal tappeln wir rum. Ja, House Lights, die Mod gibt es auch schon, aber die habe ich ja nicht mehr installiert, weil das war nicht so wirklich gewünscht. Flaschen, gut. Und doch was zu leer. Ja, da brauchen wir schon noch relativ viel Fleisch. Leider schon. Das Problem ist... ja, das 8 Tage noch. So lange können wir nicht lernen. Hm? Das heißt, wir lassen die Bücher dann auch natürlich im Bauernhaus. Wir schleppen die nicht die ganze Zeit mit uns rum. Was ist das hier? Revolverpatrone. Und noch eine. Gut. Gut. Noch mehr Revolverpatronen. Und ein Ahornsirup. Noch mehr Revolverpatronen. Ich weiß gar nicht, warum es so viele in einer Scheune gibt. Und nicht noch mehr Revolverpatronen. Ist ja fast schon enttäuschend jetzt wieder. Ja, das ist wirklich viel Stuff. Da hast du recht. Da hast du wenigstens noch was Richtiges. Sagt sie gar nichts. Buch ist auch egal. Das aber nicht. Naja, gut. Die Prioritäten halt. Eine Säge. Haben wir sowas eigentlich? Noch mehr Arbeitshandschuhe. Wir haben eine Säge. Okay, alles klar. Da haben wir noch Wetzstein. Ja, wir lassen mal einen Schwung der Sachen da. Das muss nicht alles mitgenommen werden. Was da noch? Noch eine Sprühdose. Okay. Ja, natürlich. Oh, mein Kreuz bricht. Aber all das kann ich verwenden. Das ist der Hammer. Ah ja, hast es geschafft. Gut. Okay. Altholz bleibt hier. Alles klar. Die Bücher nehmen wir alle mit. Beziehungsweise, warte mal. Da kannst du auf jeden Fall eins da lassen. Das Zeug. Ja, das nehmen wir so mit, wie es ist. Die Klamotten lassen wir alle da erstmal. Darum kümmern wir uns später. Dann haben wir hier einen Ahornsirup. Ja, die Mod für direkt aus dem Inventar zu platzieren gibt es leider noch nicht. Von daher müssen wir erstmal so damit agieren. Genau, dann lassen wir eine Säge da. Die Magnesiumfackel natürlich auch. Und die Sprühdose Wetzstein. Warum nicht? Ja, das muss leider mit und der Wurzelvernichter kann eigentlich auch hier bleiben. Da können wir gleich anfangen. Das ist jetzt die Scheune. Das heißt Itz. So, Itz, die Scheune. Ja, das ist kein Essen, was ich gerade eintragen will. Das ist nämlich der Hammer. Genau, dann haben wir... Warte mal. Hol mal das nochmal raus. Achso. Das ist eine schwere Ding. Na gut, 750 Gramm wiegt das immerhin. Ja, ja, ja. Conform to Service habe ich eigentlich per Standard an. Ich weiß gar nicht, warum das aus ist. Also, das heißt, wir haben hier Schwefelpulver und Wurzelvernichter. Kommt natürlich davor, alphabetisch. Dann haben wir einen Ahornsirup. Und Altholz 2. Ach gut, das machen wir jetzt auch noch Material. Altholz Buch 13 Stöcke. Gott. Medizin aber nix. Kleidung 2 Arbeitshandschuhe. Dünner Wollpullover Parker. Alles klar. Dann Werkzeug. Bügelsäge, Magnesiumfackel, 2 Sprühfarbe, Wetzstein. So, dann sind wir eigentlich durch. Genau, alles klar. Dann bitte einmal trinken. Und dann gehen wir wieder raus. Dann sind wir hier durch die Scheune durch. Hoffentlich kommen wir auch ohne Schießerei raus. Hier, warte mal, gehen wir an die Hocke. Windig. Okay, wir versuchen es mal auf der Rückseite, auch wenn da vielleicht ein Bär ist. Aber da sind wir ein bisschen weiter weg von den Wölfen. Von den Wölfen schon. Ja, momentan ist es ja auch sehr stürmisch hier. Ja, der kommt jetzt auf uns zu. Ich
Weiß aber nicht, ob er uns schon gesehen hat. Momentan ist hier auch sehr stürmisch und ich muss sagen, das ist wieder die Anfechtung par excellence hier mit der Madame. Gut, dann müssen wir halt im Bogen laufen. Ja genau, also Faster Searching, Ambient Lights, dann haben wir Kerosin Lamp Tweaks, das heißt, da habe ich die Lampenfarbe mal auf weiß gesetzt und wenn wir diese Unique Lampe finden, die ist dann rot. Muss mal gucken, wie rot das ist. Sonst muss man machen, mache ich eine Custom Farbe. Was gibt es noch? Genau, Sun Orientation, das heißt, wo die Sonne steht, das ist mal korrigiert, weil das haben sie nämlich leider nicht gefixt. Bisher, beziehungsweise nicht wirklich umgesetzt. Das hat man ja schon öfter festgestellt, dass es nicht wirklich passt. Und dann, das ist aber mehr so ein langfristiges Ding, Unlimited Rock Caches, weil du hast ja nur 5 von diesen Steinhäufchen, die du bauen kannst. Das sind dann unbegrenzt viel. Ob das dann irgendwann zum Einsatz kommt, wird man sehen, weil wirklich notwendig ist die Begrenzung von 5 ja nicht, aber hey. Nichts. Haben wir den Bär noch im Schlepptau? Eventuell. Genau, das sind eigentlich so die Mods, die im Prinzip zur Verfügung stehen. Es gibt noch ein paar mehr, aber die sind für mich nicht relevant. Ah, da vorne ist er. Ah, noch ein Buch. Ja, okay, das wird, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das im Bauernhaus lösen. Okay. Dann versuchen wir mal zur Scheune zu kommen. Naja, wir sind ungefähr genauso schnell. Aber wir schaffen das. Ja, der Job, ich muss halt sagen, das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Es ist eine Herausforderung, das ist ganz klar. Das ist jetzt nicht irgendwie, was ich hier easy aus dem Ärmel schüttel. Das muss ich halt schon, also ein paar Sachen gibt es schon, die eher leichter sind. Und gibt es halt Sachen, die sind eher schwieriger. Wir machen einen sehr großen Bogen, weil der Bär reicht ja nicht. So soll es aber auch sein. Also das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn ich halt dahin gehe und nicht wirklich eine Herausforderung habe, weil das wird dann auch sehr schnell sehr langweilig. Mal davon abgesehen, zahlen die mich nicht so gut für nichts. Das ist ja auch klar. Ja, der Weggang von der alten Agentur, der hat echt reibungslos geklappt. Aufhebungsvertrag bekommen. War gar kein Problem. Die haben mir dann auch noch den letzten Tag freigegeben, weil ich hätte ja am Mittwoch eigentlich nochmal reinkommen können. Aber da haben sie gesagt, nee, lass mal. Dann habe ich halt die letzten paar Tage vor dem Urlaub dann genutzt, Jobübergabe halt zu machen. So viel wie möglich zu gehen, zu dokumentieren. Zu gucken, ob die Passwörter alle aktuell sind. 6-12, das ist stattlich, würde ich sagen. Hm? Plus irgendwo ein Bär. Krass, halt. Ja, dann meinen Rechner zu säubern, das ist klar. Ich komme auch, selbst wenn es jetzt noch... Also, ich hatte ja zwischenzeitlich auf diesem
Arbeitsbrowser sozusagen. Und auf ein paar anderen auch noch. Natürlich die Zugangsdaten gespeichert, damit ich da nicht jedes Mal einen Passwortmanager muss. Das macht es halt ein bisschen schneller. Die habe ich alle gelöscht. Die ganzen Seitenhistorien entfernt. Sämtliche Programme, die ich dafür installiert hatte, gelöscht. Die externe Festplatte formatiert. Also wirklich alles. Ich komme gar nicht mehr rein. Selbst wenn ich wollte, ich habe die Zugangsdaten nicht mehr. Und das Schöne ist, sie haben mir diese externe Festplatte auch geschenkt. Das ist auch ganz nett. So eine 2 TB Festplatte kann man immer gebrauchen. Ja, 10 Jahre und 10 Monate waren es gewesen. Also, ja, 9,5 Monate. Ich habe ja mitten im April angefangen mit der Agentur. Diesmal habe ich einen klareren Cut. Und ja, bei uns gibt's jeden Morgen einen Joe-Fix, wo man dann halt kurz erzählt, was man geschafft hat. Am letzten Tag, woran man gerade ist. Auch mit Austausch halt, wenn man halt irgendwo hängt, ob da Kollegen vielleicht Tipps haben, dass man da weiterkommt. Also das ist gar kein Problem. Ich muss mich da für meinen Teil auch erstmal dran gewöhnen, mit Kollegen zu arbeiten. Als Einzelkämpfer 10 Jahre lang, das ist schon Neuland, wie es so schön heißt. Aber ich bin happy, dass ich den Schritt gemacht habe. Die Kollegen sind auch noch happy, dass da jemand so wie ich gekommen ist. Und ich habe ja aktuell auch noch ein bisschen Welpenschutz, wie es so schön heißt. Ja, natürlich. Weil da drüben die 6 Wölfe, das reicht auf... Ja, genau. Haben wir ja auch noch 6 Stück. 2. Oh, nur 2. Oh, weil es da drüben 6 sind, sind es jetzt nicht hier noch 4. Haben wir die das jetzt heute früh gegeben oder nicht? Ich dachte ja. Ich will gerade mal schauen, hätten wir genügend, dass ich das testen kann? Das sind 4 Portionen und das sind nochmal 6 Portionen. Also wir können das testen. Okay, dann machen wir das mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir das probiert haben. Wir hatten es noch nicht gegeben. Okay, alles klar. Ah, dann kommt der Nebel. Der kommt jetzt nicht mehr direkt mit dem Wind anscheinend. Sondern der, es rauscht erst wie irre. Dann kommt er zur Ruhe. Und dann kommt der Nebel. Immerhin. Ja, mit dem Auto hatte ich ja nun, das ist ja noch so neu gewesen, da darf sie ja am Anfang nicht so wirklich Gas geben. Also, du kannst schon Gas geben, aber das sollte dann nicht hier, solltest du halt mehr schonen, damit der Motor erstmal sozusagen sich einarbeiten kann, die ganzen Teile und so. Dass du da nicht zu stark Gas gibst, weil das kann ja im Motor halt langfristige Schäden verursachen. Und da hat halt meint die Autoverkäuferin 2000 Kilometer, auf keinen Fall mehr als 120 und ein bisschen sacht Gas gibt. Danach kann ich ruhig mal testen. Ja, das haben wir dann auf der Rückfahrt, haben wir das dann noch in Tschechien, die 2000 Kilometer geknackt. Es war allerdings sehr, sehr stürmisch und hat auch geschneit wie verrückt, gerade durchs Erzgebirge. Hinwärts war Erzgebirge komplett vernebelt, also Sichtweite unter 100 Meter. Da konntest du nicht mal wirklich schnell fahren. Rückwärts war dann die Wolken etwas höher, sodass du dann zumindest keine... Da sind wir am Bauernhof. Damit du ein bisschen Schnee sehen konntest, aber es hat halt auch dafür geschneit wie irre. Vorne ein Reh. So, was haben wir denn hier, bevor wir ins Bauernhaus gehen und uns mal aufwärmen? Das 50% Unterkühlungsrisiko, das brauchen wir nicht auch noch. Wir müssen das jetzt nicht alle Dinge direkt von Anfang an testen. Ja, dann habe ich dann halt
stellenweise auch mal ein bisschen ins Auto getreten. So bis 160 ist also, fährt er relativ, beschleunigt er relativ langsam. Ja. Und ab 160 kriegt er so richtig wie so eine zweite Luft. Das ist echt lustig. Huch. Ja, die Hertha gibt es leider noch nicht. Die Mod gibt es halt nicht. Das ist halt das Problem. Ich weiß auch gar nicht, ob, das müsst ihr wahrscheinlich mal fragen, ob er beabsichtigt, die Hertha wiederzubringen. Well, this stuff will come in handy. Und dann nehmen wir es mit. Das kannst du auch verwenden. Gut. Wie viele Laternen haben wir dabei? Eine. Dann mach sie mal an. Hier unten ist recht finster. Ja, das ist jetzt die weiße Laterne. Das ist eine LED-Laterne. Achso, ja. Aha. Oh ja, schimmeliger Müsli-Riegel. Ja, die Holzkohle, ja. Wir haben das Polaroid nicht gefunden, deswegen kann ich dazu jetzt gar nichts sagen. Wollsocken und Thermounterwäsche, dunkle. Gut. Dann haben wir hier noch das Medizinkistchen. Ja, mal gucken, ob wir jemanden finden hier. Wartet wahrscheinlich oben schon mit der Schrotflinte auf uns. Stiefel und noch ein Hammer. Leg ihn mal da drüben hin. Okay, das kannst du erstmal wieder ausmachen. Gut. Naja, dann... Nee, warte mal, wir müssen erstmal ausladen. Das bringt uns gar nichts. Das heißt, wir gehen erstmal durch die Küche. Noch mehr Wasser. Ein Fisch. Was wir zuerst machen, ist alles Wasser rein. So, dann schmeißen wir den Fisch erstmal hier hin. Dann haben wir noch eine Dose. Gut. Noch ein Dosenöffner. Also, habe ich jetzt gar nicht... euch angezeigt. Das ist natürlich sehr schade. Oh, Hundefutter. Gut. So viel ist es ja nicht, aber hey. Zumindest wird mal ein bisschen los. Ein Topf. Ja, als Kanadier auf jeden Fall. Für dich leider trotzdem nicht. So. Ja, also wir sollten ja auch nicht rumliegen. Das passt ja dann schon. Raus mit den Dosen. Halt, da muss natürlich noch was raus, das ist klar. Ist das auch Schweinefleisch? Sieht so aus. Ja, sieht so aus, okay. Hundefutter. So, dann haben wir das. Schon mal ein bisschen leichter. Buch zum Verbrennen. Okay. Manchmal würde ich einfach die Dinge gerne mal rauszerren und mal woanders hin tun. I'll take it. Eine 63% Lupe. Einfach nur, um zu vergleichen, wie das dann aussieht zueinander. Wollfäustlinge mag sie nicht. Achso, das ist eine Schüssel. Okay, wir haben ja Schuhe gefunden. Die lassen wir gleich mal hier. Halt natürlich an, wobei wir machen das ja nur zur Show. Das ist ja klar. Gott, hast du nichts gefunden. Das hindert uns aber nicht, trotzdem Dinge da rein zu tun. Inzwischen ist auch wieder völlig warm. Oh, mir ist zu warm. Noch mehr Bücher. Genau. Oh, jetzt wird es schon wieder zu schwer. Oh, Gott sei Dank. Oh, noch mehr davon. Achso, ich habe die ganze... Ja, wow. Die ganze Revolverpatron habe ich jetzt alle mitgenommen. Na gut, dann muss man die hier irgendwo rauslegen.
keine Weste, dann könnt ihr auch runter. Das auch. Da haben wir noch einen Ketchup-Chips. Ja, platzierbare Rucksäcke gibt es noch nicht. Beziehungsweise mitnehmbare, noch ein Lernbuch. Ja, du Schande, was müssen wir denn hier alles abschießen, damit wir das lernen können? Hilfe. Gott. Zur Medizin sagt sie gar nichts. Ne. Ich brauche nicht so viel Medizin. Das ist die eh die falsche. Nochmal 2 Liter Wasser. Ich glaube auch, dass wir unten gar nicht in der Toilette waren. Noch mehr Streichhölzer. Irgendwann wird man sie vielleicht verwenden. Das Wollhemd. Teilschrott. Und noch ein Wollpullover. Tja. Für die findest du hier echt viel Medizin. Das ist krass. So, das ist wieder unsere schöne Laden. Unsere klassische Ablagefläche für Bücher. Und ja, es sind recht viele. Hilfe. Und wir können sie alle nicht lernen. Und wir können sie aber alle nebeneinander legen, gell? Hm, ist nicht schön. Da kriegen wir die auf jeden Fall aufs Bett. Das Große und das Kleine. Das ist mehr so eine Broschüre. Mir ist trotzdem noch zu schwer. Noch mehr Schuhe. So. Eine Kinderjacke brauchen wir leider nicht. Halt, aufstehen. Sportsocken. Und die Arbeitshose. Gut, dann sind wir hier oben durch. Wir müssen unten nochmal in die Toilette. Dann sind wir da auch da durch. Ja. Gut, aber erstmal die Kleidung raus. Denn das ist doch recht viel. Und die Schuhe kommen auch ins Regal. Da sind sie. Achso, du. Ja, gut. Da, was haben wir auch noch nicht durchsucht? Noch mehr zum Ablegen. Ja, das Wasser. Da hinten liegt noch eine Zeitung. Brauchen wir die eigentlich noch? Ich weiß gar nicht mehr. Feuer machen, wo ist es denn? Level 2. Ja, wir brauchen tatsächlich noch Zunder. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Ja, die Energy Drinks. Na gut. So, dann haben wir noch mehr Präfis. Wieso bist du eigentlich so schwer? Was ist denn los? Ach, weil dein Auge so weit runter ist. Aber sie ist auch zu schwer, okay. Genau. Die 67% Lupe nehmen wir natürlich. Und ja, die sind bald durch. Die 4er, dann nehmen wir dann die 20er. Ja, zumindest schnauft sie nicht mehr. Dann haben wir wieder noch einen ganzen Schwung an Essen. Noch eine Dose zum... Die können wir dann nochmal kochen. Der Rest ist relativ leicht eigentlich. So. Dann hätte man das. Was haben wir sonst noch? Das Wasser, genau. Dann trinkst du nochmal. Hast du gemacht, sehr schön. Und dann kommt der Rest auch erstmal rein. 33 Kilo immer noch, echt. Achso, wir haben das Bastelmaterial natürlich noch. Dann haben wir doch den Fisch. Schönes Wetterchen. Ah, stimmt, die Krähen, die hört man hier nicht. Naja,
Wir müssen auch die pflegen. Ach so, wie viel Stoff haben wir eigentlich? Reicht das? Das reicht natürlich nicht, das ist klar. Weil wir brauchen, um zu basteln... Achso, die... Ja, okay. Die T-Taste funktioniert noch nicht. 5 Stoff. Naja, da brauchen wir einige Kleidungsstücke. Die wir zerreißen können. Oder wir nehmen ersatzweise diese Kissen. Das geht ja auch. So. Den Wetzstein haben wir ja auch natürlich in der Scheune gelassen, das ist klar. So, da haben wir jetzt genug. Dafür. Also, ich müsste auch noch was im Journal korrigieren. So, hier liegt der Hammer. Und zwar Magnesiumfackeln habe ich falsch aufgeschrieben. Das habe ich unter Material. Magnesiumfackeln, was habe ich da geschrieben? Ne, das ist falsch. Das ist nicht Material, das ist Werkzeug. Ah ja, das war, da habe ich, das, wir haben 4 in der Quonset. Halt, falsche Richtung. Und 4 im Anglerlager. Hm. So, dann hätte ich das auch mal. Gut, ja, dann fangen wir einfach mal an. Doch, schon 30 Stunden, na wunderschön. Ja, okay, dann fang halt erstmal an. Oh Gott. Oh, wir haben Aurora. Ja, das bringt uns hier leider gar nichts, aber das hilft uns beim beim Hochtappeln schon. Ja? Was brummt hier? Ach, der Fernseher. Sie hat keinen Bock mehr. Wo stehen wir jetzt schon? Ach, sieht man nicht. Wie viel Prozent das sind? Naja, gut. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Futter. Wir müssen mal die Spitzenpfirsich und das mit. Und dann nimmst du hier noch einen Sprung Wasser. Am besten mal so 1,5 Liter. Mehr können wir später holen. Das ist das Erste, was dir einfällt, wenn du hier klassische Musik hörst. Okay. Wie viele Stunden brauchen wir? Also bei 12, 810. Also wir haben ja noch so viel anderes. Dann machst du mal einen Schokoriegel und Schweinefleisch mit Bohnen. Das klingt doch mal nicht schlecht. Die Pfirsiche bei in der nächsten Nacht. So. Erstmal 10 Stunden. Da haben wir Aurora. Sollen wir noch den Rest schlafen? Eigentlich brauchen wir das nicht. Wir schnappen uns aber mal gleich einen Sprung Wasser. Ja, jetzt geht das wieder los. Hm? Ach, guck mal. Ja, wir sind eigentlich drin. Nicht so viel, dann könnte man die erstmal verwenden. Okay, lass uns in den Keller gehen. Da rüttelt und schüttelt es nicht so sehr. So, dann machen wir hier mal weiter. Fertig kriegt man das heute auf keinen Fall, das ist klar. Wir machen das mal 6 Stunden. Wegen dem Wasser. Achso, warte mal, halt. Du musst ja auch noch deine Medizin nehmen. Das habe ich ja ganz vergessen. Bauch. War das jetzt richtig? Das war richtig, alles klar. Dann kannst du gleich nochmal trinken. Dann machen wir, fangen wir einfach nochmal von vorne 6 Stunden an. Oder auch 7. Ja, das dauert mit dem Messer schon. Oh, guck mal, wie das runtergeht. 66% ist schon. Ich glaube, wenn wir fertig sind, sind wir unter 50 oder so. Sonne schreitet gut voran. Und da haben wir den nächsten Blizzard, alles klar. Und er ist auch schon wieder weg, okay. So, was sagt denn... Halt, was sagt denn die... ne, ich wollte eigentlich die Blizzard. 45 Tage, 18, okay.
Gut, was schaffst du denn noch? Je mehr wir heute schaffen, umso eher werden wir nicht morgen fertig. Okay, alles klar. Benötigt Licht zum Herstellen. Kein Problem. Machen wir am nächsten Tag weiter. So, heute schaffst du nur 9 Stunden. Ja. Was sagt euch der Tag? Naja, wir schlafen einfach, das passt schon. Nur mal gerade schauen, wie viel Wasser wir noch haben. Das reicht auf jeden Fall für die Nacht. Huch, die Schwarzen. Ach, guck mal. Habe ich das übersehen? Das auch, okay. Interesting. Sonst was übersehen? Nee. Okay. Wir schaffen jetzt 9 Stunden. Die muss man dir dann auch wieder präzise geben. 600 Kalorien. Das heißt, das sind 450 und dann halt, ja, keine Ahnung, kriegst halt so ein Müsli-Riegel. Da brauchen wir nur noch ein bisschen Wasser. Dabei sammeln sich die Dosen. Oh ja. So, 9 Stunden genau. Wenn man noch Auro reicht. Interesting. Dann weitermachen, weil wir schauen erstmal. 6 sind wir jetzt. Wo kommen wir hin? Ja, ist mal die. Komm. 5, alles klar. Das zählt wohl immer dann ab 12 Uhr, schätze ich mal. Okay. Dann kriegt man das Ding heute fertig. Ihr seht ja auch, es ist bald Sonnenaufgang. Günstiges Timing für die Aurora. Nehmen wir das Radio mit. So, dann holen wir uns noch einen Liter. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier bald Wasser kochen. Aber draußen. Ja, hier unten leider ohne Radio. Aber das kriegt man schon hin. Erstmal wieder 7 Stunden. Oh ja. Gut, alles klar. Wasser wieder drauf. Dann machst du den fertig. Und dann hätte man das geschafft. 4,75 Stunden. Guck mal, das Lagerkoller-Risiko kommt. Kannst du mit dem Jungen nicht machen. So. Hier bitte was? Wieso habe ich uns einen Bärenfellmantel gebaut? Das ist ja der Hammer. Gut, aber wir haben ja einen Schlafsack. Ja, okay, dann haben wir halt jetzt den fetten Temperaturbonus. Ja, okay, das ist dann egal. Mist. Echt? Haben wir uns einen Mantel gebaut? Ja, okay. Das ist so ein Mist. Dann brauchen wir ja schon wieder 2 Bären. Okay. Dann schnappt ihr mal den Topf. Dabei werden wir schon mal die Dosen rausstellen. Wir werden... Also ich brauche den ja gar nicht draußen. Stimmt, ich habe ja 2. Oder? Wir haben doch 2 Töpfe. Nee, ich glaube, ich habe drauf spekuliert. Wir haben gar keinen Topf dabei. Wieder was? Wieso haben wir gar keinen Topf dabei? Ja, dann nehmen wir den. Interesting. Ich dachte, wir hätten einen Topf. Was liegt da hinten? Noch ein Ahornsirup. Oh, lucky day. Tja, sehr lucky. Okay, warte mal, wir brauchen Holz, das ist schon mal klar. Ja, okay, da haben wir richtig viel. Ne, das reicht uns nicht. Gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir in der nächsten Folge erstmal eine Holzsammelaktion. Der Tag ist ja noch, jetzt habe ich den Mantel gebaut, ich Idiot. Gut, nochmal Zeug rauslegen und dann müssen wir Holz sammeln. Bevor wir dann Wasser kochen können, was wir vielleicht heute nicht mehr hinschaffen. Mal gucken, was für Wetter ist. Gut, auf jeden Fall ist es warm. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.